Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Trek Nerds, der Star Trek Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Ja, ihr hört es vielleicht. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht auf der Nerdizismus Terrasse. Die Temperaturen sind hoch und unsere Laune bei der Besprechung heute den ganzen Tag auch, denn wir haben uns mal gemacht, wir bingen mal nicht Serien durch, sondern wir quatschen mal durch. Also haben wir jetzt eben gerade schon 1,5 Stunden aufgenommen zum Herr der Ringe. Ich sag immer Herr der Ringe, zum Hobbit, verdammte Hacke. Ne? Und wir haben schon über Westworld gequatscht, also schaut doch da mal in eure Feeds rein, ob ihr da nicht auch diese Folgen euch vielleicht mal reinziehen wollt. Und wir sind jetzt gut gelaunt, um die Folgen 3 und 4 von Strange New Worlds zu besprechen. Wir haben es aber auch genau richtig gemacht. Wir fangen beim Schlechtesten an und hören dann hoffentlich beim Besten auf. Ja, wobei, ja, mal gucken, ob die Folgen so gut wegkommen bei uns. Ja. Aber ich bin eigentlich da bisher noch ganz guter Dinge. Wir haben uns ein Kaltgetränk aufgemacht. Prösterchen. Prost. Und wollen heute mit euch diese Folgen besprechen. Für alle, die jetzt aus irgendeinem Grund zum ersten Mal dabei sind, Michael, ich habe es gerade schon erwähnt, Westworld, aber auch der Hobbit, da kommt so eine Serie. Was gibt's denn da noch alles demnächst von uns? Demnächst gibt's ganz viel, was ihr auf nerdizismus.de so finden könnt. Von Star Trek über Star Wars kommen sicherlich auch nochmal, Andor steht glaube ich als nächstes als Star Wars Serie an. Dann besprechen wir demnächst auch nochmal ein paar Marvel Sachen wie Thor und Miss Marvel, nicht Captain Marvel. Da passiert gerade unglaublich viel. Wir sind im sogenannten Content Overflow und diesen könnt ihr, wenn ihr nicht schon genug von dem Content habt, sondern noch auch die Besprechung des Contents hören wollt, auf nerdizismus.de sehen, lesen und hören, denn da findet ihr alles, was wir bisher gemacht haben, alles, was wir machen und alles, was wir in Zukunft machen werden, in wunderbar 3 lesbar, hörbar und sehbaren Formaten, je nachdem, wie wir Bock drauf haben. Und wer uns am Ende dann noch Feedback geben möchte, der kann das gerne machen. Klassisch als Mail, info@nerdizismus.de, modern über WhatsApp an die 01525-964-7709, gerne auch Sprachnachrichten. Oder am allermodernsten live und in Farbe auf Discord, nerdizismus.de/Discord. Einfach immer mitdiskutieren über alles, was wir so gerade bereden. Genau. Und deswegen wollen wir auch da gleich mal die Feedback-Ecke eröffnen. Fangen wir es an, weil es ja doch im Moment noch immer am seltensten vorkommt und du es so gerne magst, mit einer Sprachnachricht. Herrlich. Die kommt vom Nico und der Nico hat ein paar Fragen. Guten Tag, die Herren Nerdizisten. Ich höre gerade mit etwas Verspätung, weil ich sie noch nicht geguckt hatte, vorher eure Besprechung von Strange New Worlds. Bin gerade da angekommen, wo ihr sagt, das sind immer 2 Völkerplaneten und 2, die sich da irgendwie gegenüberstehen und so weiter und so fort. Und dass das nicht so ganz realistisch ist. Erinnert euch mal an den Kalten Krieg zurück, wenn man da vielleicht von außen mal drauf guckt, dann sind das auch direkt 2 Fraktionen, die sich gegenüberstehen. Das entspricht so ziemlich dem, was wir da in der Folge auch haben. Nur dass es bei uns halt Ostblock gegen NATO war, NATO gegen Warschauer Pakt, das sind auch 2 große Fraktionen und alles andere ist dann da auch irgendwie untergegangen. Also wie gesagt, wenn man von außen drauf guckt, halte ich das tatsächlich für durchaus realistisch, dass da, wenn 2 große Mächte sich gegenseitig bedrohen, der Rest dann schon ein bisschen überfällt. Aber das nur meine 2 Cents dazu. Macht's gut und macht weiter so. Bis dann. Eigentlich eine schöne Art und Weise, wie man sowas reinlesen kann, dass wir als Zuschauer der Serie immer nur das sehen, was offensichtlich auf dem Planeten ist. Also die Westmächte gegen die Ostmächte, der Westen gegen den Osten, und vielleicht gehen dann die Minorities auf diesem Planeten einfach entsprechend immer unter.
Ja, ich sag mal, es ging mir in dem Punkt, er spielt auf die Pilotfolge an. Ja. Da ging es mir natürlich darum, dass das einfach so ein Star Trek Trope ist. Die kommen auf einem Planeten und es gibt halt einfach immer zwei so richtig diametral sich gegenüberstehende Völker. Ja. Ich verstehe den Punkt, den der Nico hier macht. Allerdings muss man auch sagen, dass man so, wir denken natürlich auch immer sehr aus unserer westlichen Hemisphäre raus. Frag mal irgendjemand in Feuerland oder irgendjemand in Neuseeland oder auf Bali. Der wird unter Umständen diese Pole gar nicht so wahrgenommen haben, weil es in der südlichen Hemisphäre vielleicht andere Konflikte oder andere Dinge gibt, die sich gegenüberstehen. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Trevor Noah in seinem Buch Born a Crime, das ich übrigens jedem empfehlen kann. Es so ein bisschen zeigt, dass man manchmal doch von außen drauf schauen muss. Er kommt ja aus Afrika und wurde in Afrika geboren und da ist das Thema Zweiter Weltkrieg und Hitler jetzt hatte nicht so einen großen Einschlag, wie es vielleicht uns hier zum Beispiel, betroffen genau, hat. Ja, zum Beispiel. Und er hat immer die wunderbare Story davon, wie er einen Freund hatte, dessen Name Hitler war, weil die Afrikaner gerne auch Vornamen genommen haben von bekannten und großen Persönlichkeiten, egal ob sie die Historie dahinter kennen oder nicht. Und dann zu solchen kuriosen Situationen kam, dass die in ihrer DJ-Zeit aufgelegt haben und Hitler, der einer der Tanzleute da war und entsprechend irgendwann das immer so ein Ruf daraus gekommen ist, dass wenn Hitler auf der Bühne kommen, alle mitgeschrien haben, Hitler, Hitler. Ja, ja. Und die irgendwann in der Judenschule mal aufgetreten sind und rausgejagt wurden deswegen, aber nicht verstanden haben, dass es darum ging. Ja. Ja, das sind eben solche kulturellen Prägungen. Die hast du auch ganz ehrlich schon ja innerhalb von Deutschlands. Also ich meine, ein Hamburger oder ein richtiges Nordkind ist ganz anders geprägt worden als jemand, der aus dem tiefsten Bayern kommt, was gewisse Gepflogenheiten angeht. Aber ja, ich verstehe natürlich den Punkt, den der Nico machen möchte und da hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Übrigens, diese Namensgeschichte, die können wir später gleich nochmal aufgreifen, denn da habe ich genauso was mir nämlich auch überlegt zu einem Charakter, der auftritt. Dann schreibt uns ein Namensvetter von dir, der Michael. Hi Chris, hi Michael. Eure ersten beiden Diskussionen zu Strange New Worlds haben mir richtig Lust auf die Serie gemacht. Ich werde wahrscheinlich bis Dezember warten. Und dann Paramount Plus abonnieren, um sie mir anzuschauen. Das darfst du gerne tun. Im New Track von den Filmen in der Kelvin Timeline über Disco und Picard wird mir in den Realfilmen und Realserien insgesamt viel zu viel Gewalt angewendet. Andauernd will sich eine fiese Möb rächen oder das Universum zerstören. Alle Nase lang wird jemand gefoltert oder brutal ermordet. Als Beispiel nenne ich Murder Agnes, Rache Seven oder unseren Space Lego, das Elnor aka Enthaupter vom Dienst. Ich möchte die neuen Serien nicht schlecht reden. Sie haben auch gute Aspekte, zum Beispiel die Tardigraden-Story in Disco. Da löst man endlich mal ein Problem auf friedliche Weise. Michael und Sylvia beamen den Kameraden am Ende ins All und entlassen ihn damit in die Freiheit. Geht doch. Strange New World scheint wieder eine Erzählweise zu verfolgen, in der Probleme ausdiskutiert und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Das war für mich immer ein wesentlicher Aspekt von Star Trek. Nicht mal die Founders in Deep Space Nine sind abgrundtief böse, obwohl sie Völkermorde, Angriffskriege, Terroranschläge auf dem Kerbholz haben. Selbst sie haben trotz ihrer Verbrechen eine plausible Hintergrundgeschichte und eine in ihrem Weltbild, genau, nachvollziehbare Motivation. Klar, Star Trek ist Science Fiction und ich akzeptiere auch vieles, zum Beispiel krasse Technologien, aber wenn die Story von Plotholes nur so wimmelt und die Charaktere nicht nachvollziehbar handeln, kann ich damit nichts anfangen. Macht's gut und esst immer brav eure Plomek-Suppe auf, der Michael. Da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Mir ist es auch definitiv viel zu viel Gewalt. Allein schon diese Content-Warnungen, die jetzt dann von der Star Trek-Serie sind, etwas, du hast es ja gerade gesagt, du würdest gern, wenn deine Tochter mal 8 Jahre, 9 Jahre ist, dass du mit ihr mal anfängst, einen kleinen Rewatch zu machen, das wirst du mit Picard nie machen können. Ja. Schöne Geschichte, der Tam, der Rafael, der unsere Buzzer gebaut hat, die wir immer gern auf den Comic-Cons einsetzen, um unser schönes Nerdquiz zu spielen, der hat eine 8-jährige Tochter, mit der er jetzt angefangen hat, TNG zu gucken. Was ich schön finde, mit der er auch darüber reden kann.
Und bei mir dauert es noch 4,5 Jahre, bis meine Tochter in dem Alter ist. Aber wieso dann nicht, wenn sie Bock hat und wenn ihr uns alle noch hört, dann mache ich mit ihr sowas wie ein Rewatch und frage sie immer, Kids react to Star Trek, ne? Das machen wir dann, Nerdizismus Edition davon. Ja, da freue ich mich dann doch schon mal drauf. So. Wenn sie nicht sagt, Papa, du bist peinlich. Kann natürlich auch sein, dass ihr dann irgendwie auffällt, dass das alles ganz großer Schmonzes ist, was der Vater da. Das kann natürlich auch passieren. Ja, wir haben 2 Folgen, die wir heute besprechen wollen, Folge 3 und Folge 4. Ganz kurz so ein bisschen, auch mal ein bisschen als Disclaimer an uns selbst so, wir sind immer noch ganz gut drauf, was Star Trek Strange New Worlds angeht. Ne? Ja. Sind wir eigentlich immer noch ganz gut gelaunt. Ne? Weiterhin, es liegt wahrscheinlich an einfach dem Planet of the Week Konzept. Ja, ich denke auch. Es können Gurken mal dazwischen sein und ein paar Punkte, die nicht so funktionieren. Aber dadurch, dass man sich jede Woche mit einem neuen Problem, mit einer neuen Situation beschäftigen muss, die nicht um das große ganze Universum geht, wie auch gerade in dem Kommentar gesagt wurde, dass wir nicht haben, es wird gleich der Nachbarplanet zerstört und damit auch die ganze Galaxie, ist es einfach erfrischend, sich in neue Situationen hereinzudenken und die aus Blickwinkeln auch verschiedener Crewmitglieder zu sehen. Ja, also dann tauchen wir mal ein in die Folge 3. Die beginnt ehrlich sogar ein bisschen für mich so, dachte ich erst so, okay, die Enterprise kommt also an einem Planeten, der ist entvölkert von irgendeinem mysteriösen Sturm, eine Wolke. Da hatte ich schon so das erste Mal gezuckt, weil das Konzept von Wolken im Weltall haben die immer noch nicht ganz verstanden bei New Trek, aber okay, sei es drum, es sieht halt toll aus. Ja, da verstehe ich auch, dass man sagt, komm, Style over Substance, komm, das sieht ja einfach geil aus. Ich meine, wenn du die aktuellen Bilder vom James Webb Teleskop da siehst, da sind ja auch Wolken drin. Ne? Ja, richtig, wenn ich von 5 Milliarden Lichtjahren meinen Blick drauf gucke und nicht, wenn ich da direkt davor stehe. Es sieht wie eine Staubwolke aus. Aber sieht natürlich super aus. Ne? Also und dann dachte ich erst, es entspinnt sich so diese übliche, weil Ionenstürme und Transporter und wir können nicht richtig beamen, dachte ich jetzt, das wird bestimmt so die übliche Transporter-Unfall-Story, weil das auch so ein bisschen anfing, aber also, es wurde in die Richtung geführt. Wurde erstmal in die Richtung geführt und da habe ich schon, war ich ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir gedacht, gut, lieber eine mittelmäßige Transporter-Unfall-Story, ja, als noch weitere 5 Minuten mit Ruffy und Seven durch L.A. laufen. Aber das war's ja am Ende gar nicht, sondern es war eigentlich so ein bisschen die, ja, natürlich, wie du es gerade eben gesagt hast, Planet of the Week, da war es halt dann so die Krankheit der Woche. Ja. Ja. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir in Star Trek so eine Krankheit schon mal hatten, wo die sich alle ans Licht angezogen fühlen. Zumindest die Ausführung. Natürlich gibt es immer mal wieder, irgendwer hat einen Parasiten eingeschleppt oder irgendwoher kam eine Krankheit und dadurch wird die ganze Crew infiziert. Das ist jetzt nichts Neues. Aber, wie wir wissen, wird auch heutzutage fast nichts Neues mehr geschaffen, sondern nur aus der Kombination der Themen werden neue Ansätze erdacht. Und hier ist es auch so, indem man einfach den Ansatz des Lichts macht als Therapie als, diesmal nicht Therapie, Licht ist ja sonst eigentlich was Heilendes. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Ja, entstanden ist dieses Virus, diese Krankheit durch ein Volk, der, wenn wir gespannt sein, wie sie es im Deutschen übersetzen, die Illyrians, ja, also mal gucken, ob das denn die Illyrianer sind oder wie auch immer, die dann übersetzt werden, die, und das bringt mich eigentlich so zu dem ersten Punkt, den ich gerne mal mit dir diskutieren möchte. Und es ist schön, dass wir einfach jetzt mal über Inhalte diskutieren. Also es gibt ein paar Logiklücken, ne? Da müssen wir, die habe ich auch ein paar aufgeschrieben. Aber die können wir am Ende noch mal ein bisschen drüber, ganz ehrlich, die können wir kurz drüber sprechen. Weil es natürlich auch hier so ist, dass sie teilweise ihre eigenen Aussagen von vor 2 Wochen schon wieder völlig vergessen haben. Aber okay. Wir haben also ein Volk dieser Illyrianer, die sich selbst genetisch verbessert haben und jetzt fängt es für mich schon so ein bisschen an zu kippen, deswegen nicht in die Föderation durften. So. Ja. Und dann haben sie sogar riesige Aufwände auf sich genommen, um sich wieder entgenetisieren, was auch immer.
jetzt mal rein lore-technisch betrachtet, ist das halt großer Kappes. Mhm. Auch der Twist am Ende, dass also dann Number One auch eine von diesen Illyrianern ist und sie deswegen immun ist dagegen. Nee, also ganz ehrlich, die können wir nicht erzählen, dass die durch irgendeinen Einstellungstest gekommen wäre. Ja. Ich meine, Dr. Bashir war ja auch künstlich enhanced und keiner hat's gewusst. Also entweder machen die das nicht, dann frage ich mich halt aber, was soll der ganze Verbotskram, weil dann muss ich es auch testen, wenn sich einer bei Starfleet bewirbt. Ja. Und es gibt auch dezidierte TNG-Episoden, wo völlig offiziell von der Föderation mit diesen einen Kindern zum Beispiel da rumexperimentiert wird. Also das ist ein Thema, das ist so unausgegoren innerhalb des Star Trek-Universums, da kannst du einfach nichts mehr richtig machen, weil sich jeder widerspricht. Alles. Ja, es ist so ein bisschen, die nehmen das Thema der eugenischen Kriege ja auf sich und das heißt in dem Fall immer wieder, genetische Manipulation oder Verbesserung darf nicht, keinen einzigen Fall. Und trotzdem machen sie es an anderer Stelle doch so ähnlich. Und die Technik hat sich ja seit Khan ja auch weiterentwickelt. Ja. Also nur weil einer vor 400-500 Jahren mal the ruler of the world war, weiß ich. Wäre so ein bisschen wie Napoleon fand Marmelade nicht gut. So, und deshalb so in etwa, verkaufen wir keine Marmelade mehr, ne? So in etwa. Ja. Und das bringt mich dann auch so ein bisschen, also das hatte ich, da habe ich so ein, das ist so ein Thema. Da müsste sich mal irgendjemand mal was ausdenken, dass das einfach mal ein für alle Mal geklärt wird, weil im Moment widerspricht sich der Lore da komplett. Also ja, sowohl was Deep Space Nine angeht, als auch was TOS angeht, was die eugenischen Kriege angeht und so weiter. Das ist also wirklich alles durch die Bank weg. Widerspricht sich das? Das will ich denen jetzt hier gar nicht ankreiden. Nee. Was ich aber links etwas komisch finde, ist, dass dann die Lan Nguyen Singh, also unsere Chief of Security, dass die mit ihrem Namen hadert. Und dann sind wir nämlich wieder beim Hitler. Ja? Ja. Dann benenn dich halt um. Also jetzt mal ohne Witz. Ne? Also wenn ihr Trauma ist, dass sie in der Kindheit immer gehänselt wurde wegen ihrem Namen, dann gibt ihr halt einen anderen Namen. Ja. Heißt ja auch keiner mehr Hitler hier. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja sicherlich trotzdem noch ein paar Kinder, die heutzutage Adolf genannt werden. Aus was für einem Grund auch immer noch. Die werden es auch nicht in der Schule leicht haben. Ich habe das Gefühl, manchmal sind so ein bisschen auch diese zeitlichen Perspektiven gehen etwas unter bei Schreibern, die sich eine schöne Timeline aufbauen, aber nicht verstehen, was sowas wie allein 100 Jahre bedeutet. Ja. Schau mal heute 100 Jahre zurück. 1922, die goldenen 20er. Ferner könnte das ja hier alles gar nicht. Guck mal, zwischen dem ersten Flug, will ich mal Flugzeug sagen, oder Flug von den Gebrüdern Wright bis zur Mondlandung lagen gerade mal 67 Jahre. Ja. Ja. Sind wir im Moment gerade sehr, also wir haben uns hier technisch sehr auf uns selbst besonnen. Ich bin froh, dass neben all den schlechten Nachrichten mit dem James-Webb-Teleskop doch mal wieder gute Nachrichten mal so ab und zu mal drin sind. Begeistert mich ja als Space-Freund ja dann doch sehr und von diesen Bildern war ich extremst angetan. Aber ja, was das angeht, diese Explorer-hafte Geschichte, würde ich mir mehr wünschen, wir würden mehr in so einem For-All-Mankind-Universum leben. Ja, aber auch, es passt dann auch wieder zu dem gesamten Herr der Ringe, zu der gesamten Herr der Ringe-Geschichte. Wir sind immer jetzt im Star Trek-Cast, ich weiß. Aber Tolkien hat ja auch eine Welt aufgebaut, die im ersten, zweiten und dritten Zeitalter, wenn man sich das mal vor Augen führt, das sind 40.000, 50.000 Jahre, die da vergehen in der Richtung. Und es gibt Wesen auf der Welt, die sich einfach an Ereignisse von vor 20.000 Jahren erinnern. Kein Schwein interessiert noch ansatzweise. Wir haben Archäologie, um sowas durchzuführen und verstehen noch mal nicht mal im Ansatz, was damals passiert ist. Und das meine ich wieder mit dem, wenn Schreiber was aufschreiben, die irgendwie ein paar hundert Jahre oder ein paar Generationen dazwischen haben. Die dürfen nicht vergessen, wie schnell Menschen vergessen. Mhm. Ich meine, sehen wir ja alleine, ohne jetzt zu politisch zu werden, wie es 80 Jahre nach dem Krieg hier aussieht, so ungefähr. 70, 80 Jahre nach dem Krieg. Es sind Lektionen, die wir gelernt haben sollten, die aber auch wieder aufs Neue aufkommen, weil es einfach so lange her ist. Ja,
und manche sagen, ja, wir sollten aufhören, das zu lernen. Also ja. Kann man ja auch dem gegenüber. Aber zurück, also in dem Fall zurück zu Pyk und seine Crew. Also, sie fangen sich also auf dem Planeten etwas ein. Una ist die Erste, die das Ganze bemerkt. Dann dachte ich schon so, wie unprofessionell von ihr, das nicht zu melden. Das passt gar nicht zum Rest der Crew. Und ich habe das getwittert. Übrigens folgt uns auf Twitter, @nerdizismus, lohnt sich immer. Weil der Rest, diese Crew ist so unglaublich professionell. Ich liebe diese Crew schon jetzt. Ja. Sie ist professionell. Sie handelt bis auf diese eine Geschichte. Deswegen passt das für mich auch nicht so. Und auch Pike passt für mich später nicht ganz so. Ja. Sie ist so unglaublich professionell. Ja. Und jeder darf was sagen. Und ich habe schon wieder die Stimmen draußen im Internet gehört. Ja. Und dann ist das wieder so geschrieben worden, dass Pike oder dass die einzigen zwei Männer auf dem Planeten sind und dann ist die Brücke nur von Frauen von. Ja, und scheiß doch drauf. Ja, das ist. Das sollte nicht zählen. Genau, das sollte A nicht zählen und B machen die Mädels ihren Job verdammt gut, ganz im Gegensatz zu einer anderen Crew, die mir da noch einfällt, ja, machen die ihren Job verdammt gut, von daher so what, das ist mir nicht mal aufgefallen, bis ich den Beef online gelesen habe, ist mir das nicht mal aufgefallen, ja, und so soll es ja dann auch sein, Ja, es geht um die Geschichte und die Charaktere und nicht um das Geschlecht der Charaktere, vor allen Dingen weiterhin, wir leben in einer Gene Roddenberry wollte eine Utopie schaffen. In einer Utopie ist sowas vollkommen egal, weil alles harmonisch miteinander ist. Ja. Und die Krankheit, die sich dann da einfangen, macht eben die Crew, ja, ich sag mal, süchtig nach Licht bis zur Selbstaufgabe. Es geht dann sogar so weit, und das ist für mich so der zweite Bummer in der Episode gewesen, der für mich nicht so passt. Ich hätte nämlich einen anderen Twist gewählt. Ich hätte die Episode anders erzählt. Also die sind alle süchtig nach Licht und rennen wie die Motten auf die Lichtquellen zu. Bis hin so weit, dass der blinde Chief Engineer Hammer ein Stück Lava in den Transporterraum beamt vom Planetenkern und sich da also reinstürzen will. Wobei ich denke, okay, es ist ja eigentlich mehr Hitze als Licht, aber okay. Ist so ein bisschen wie bei Sunshine, ne? Richtig, genau. Das ist ein bisschen wie bei Sunshine, ganz genau. Ein Sci-Fi-Film von, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 2006, 2007, 2009, irgendwie sowas. Das sind 2000ern auf jeden Fall. Irgendwie sowas, genau. Das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert. Und ich hätte die ganze Geschichte dann halt anders gespielt, weil ich dachte, als es hieß, alle Lichter aus, dachte ich, oh geil, wir haben eine Folge im Dunkeln. Und der Hammer als Blinder rettet jetzt den Tag. Ja. Weil er der Einzige ist, der da betroffen ist. Ja. Aber sie dimmen ja nur ein bisschen. Hey Siri, Lichter auf 10%. Genau, das fand ich dann so ein bisschen lame, so dass es am Ende nur gedimmt war. Und ich hätte mir halt erwartet, dass halt der Blinde dann an der Stelle im Grunde genommen der Sehende ist, weil er dann die Crew im kompletten Dunkel dann halt eben führt und anleitet. Wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, wie der Hammer eigentlich die Anzeigen auf den Displays erfassen kann. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie er das hinkriegt, aber okay, er kriegt es irgendwie hin. Ja, aber das wäre seine Stärke in der Folge gewesen. Wäre seine Stärke in der Folge gewesen. Ja. Und die wurde völlig verschenkt irgendwie. Da arbeite ich schon mit so einer Lichtgeschichte und sowas. Und der Einzige, der dagegen sozusagen immun sein könnte, der wird dann auch nur ein Opfer seiner selbst. Immerhin fand ich es lustig, dass sie dann den Begriff Lockdown verwenden, als sie das ganze Schiff in den Lockdown umgeben. Und ich dachte mir so, die jetzt so eine Querdenkernummer reinbringen, dass so einer sagt so, ich will aber nicht. Das ist alles Unsinn, das ist Lüge. Die da oben auf der Brücke, die wollen uns nur verarschen. Ja, das war schön. Ich fürchte, so politisch werden können wir heute bei Star Trek nicht mehr werden. Also jedenfalls, was die Oberen angeht, die was zu sagen haben bei der Serie. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, also jetzt fühlt sich Spock so wie Spock an. Da finde ich jetzt den Ethan Peck auch gut. Also ich fand den jetzt ja vorher nicht so, der konnte ja nichts für den Unsinn, den er erzählen musste in den zwei Staffeln Discovery. Aber der ist jetzt wieder Spock, der sitzt da an seiner Konsole und guckt da rein und der kann irgendwelche Datenbanken zitieren und keine Ahnung was. Und das finde ich super. Also der Spock ist Spock, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, das fand ich also richtig, richtig gut. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den ich noch hätte. Aha. Wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einer anderen Prequel-Serie, Better Call Saul. Wir hatten halt in Breaking Bad Saul Goodman, diesen völlig morallosen Anwalt, der sich um nichts kümmert
und dem Ethik nicht wichtig ist in der Richtung. Und am Anfang von Better Call Saul hatten wir Jimmy, der ein doch rechtsbewusster Mensch ist und den Weg, den er dahin bekommt zu dem verdorbenen Saul Goodman, der wird uns erzählt und auch in einem Tempo erzählt, was realistisch ist. 6 Staffeln à 10 Episoden fast. Genau. Ja. Man sieht den Verfall von ihm in dieser Serie. Ich würde mir für diese Serie noch mehr wünschen, dass wir einen Spock hätten, der meinetwegen völlig emotionslos ist und erst im Laufe der Serie versteht, zu dem Spock hinzukommen, er der in 10 Jahren so ist. Ja. Also, dass wir eine Entwicklung auch für Spock durchleben können. Okay, stimmt. Ja. Da ist er natürlich jetzt praktisch, also in dieser Folge besonders der klassische Toss-Spock. Punkt. Genau. Ja, da hast du recht, ja. Ist vielleicht jetzt auch nicht der Ansatz für so eine Serie, die uns jede Woche wieder was anderes erzählt, aber wir haben es ja durchaus auch in anderen Serien erlebt, wie Charaktere sich entwickeln, und das wäre doch mal spannend gewesen, einen Spock zu zeigen, wie er 10 Jahre vorher ohne den Einfluss von Kirk war. Einfluss von Körper? Kommt Kirk. Ach, von Kirk, ach ja. So, ich den Einfluss von Körper, habe ich verstanden, was für ein Körper, okay. Okay, ja, natürlich, ja, klar, auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Aber das Problem hatte ich auch schon bei Discovery mit ihm, von daher. Ja, gut, aber da reden wir nicht drüber. Wobei, wir müssen drüber reden, weil zumindest in dieser Folge war es, oder war es in der 4. Folge? Nee, ich glaube, in dieser Folge... in der nächsten Folge wird, glaube ich, Ed Michaela erwähnt. Ja, stimmt, das ist die nächste Folge. Also da kommen wir in der 4. Folge zu. Also, wir haben die Una, die sich ein bisschen, stellt sich am Ende halt heraus, sie ist eine von diesen Illyrianern, hätte eigentlich gar nicht bei der Sternflotte erst angestellt werden dürfen. Sie outet sich dann sozusagen vor Pike und der Pike sagt dann, ah ja, passt schon. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich jetzt von Pike nicht erwartet. Der war für mich bisher, ehrlich gesagt, eher so ein By-the-Book-Captain. Mhm. Und da hätte ich schon erwartet, dass er, ehrlich gesagt, nicht so nonchalant drüber weggeht, sondern schon sagt, ja, okay, ganz ehrlich, das muss ich jetzt melden, das geht so nicht. Und dann kann man ja irgendeine Geschichte erfinden, die sie dann am Ende wieder auf dem Platz dann da hockt. Dann ist halt mal 2 Folgen in The Brick oder keine Ahnung was, oder muss ich dann mal irgendwie verantworten. Also das war mir ehrlich gesagt zumindest zu easy peasy. Ja, zumindest, dass es so in der Art gewesen wäre, dass sie ihm sagt, er sagt, okay, du hast meinen Zweifel jetzt und du musst dir dein Ansehen neu verdienen. Zum Beispiel. Ich sag das keinem, ja. Aber damit ich dir vertrauen kann, brauche ich wieder mehr Einsatz von dir. Ja, ja. Und dann gibt's meinetwegen über 2-3 Folgen so einen kleinen Arc, wo sie sich erst recht dafür einsetzt, dass sie in einem anderen Licht zu sehen ist. Ganz genau. Das war mir auch ein bisschen zu, also ja, das war natürlich eine rein emotional sehr, sehr, sehr menschelnde Szene und so weiter, aber ich meine, das kaufe ich ihm nicht so ganz ab. Dafür waren bisher immer sehr Starfleet und sehr straightforward. Das hätte auch Picard nicht gemacht. Ja. Er hätte auch gesagt, nee, pass mal auf, siehe so Wesleys Fehlverhalten und so weiter. Auch gesagt, nee, pass auf, das geht so nicht. Dann müssen wir jetzt hier, was auch sogar Bashir hatte mehr Probleme. Ja. Also von daher, das fand ich ein bisschen, hatte ich so ein bisschen mein Problem mit. Und da kann ich den Outcry im Internet durchaus verstehen, war die Geschichte um Dr. Benga und dessen Geheimnis. Ich glaube, hier haben die Leute nicht so sehr Traumas, hier haben sie alle noch eher ein Geheimnis in der Serie. Das ist also die USS Mystery. Der parkt also der verhält sich in der Folge etwas seltsam und wehrt sich gegen die eine oder andere Maßnahme und dann kommt eben raus, er hat im Transporterpuffer seine sterbenskranke Tochter versteckt, um sie irgendwann halt mal heilen zu können. Siehst du, habe ich schon wieder halb vergessen in dieser Folge, weil es einfach da so zwischengequetscht gewirkt hat. Es ist so ein, wir haben noch nicht wirklich von ihm viel erfahren in diesen 3 Episoden, die bisher gelaufen sind. Und er war noch nicht der Fokus des Ganzen. Ja. Da hätte man eine Episode gerne mit ihm schreiben können, wo das die große Auflösung des Ganzen gewesen wäre. Richtig. Aber so das dazwischen zu bringen, hat dem Drama jetzt nichts gebracht. Also ich kenne ihn noch nicht gut genug dafür,
dass es mich emotional berühren würde. Genau. Und das war für mich ehrlich gesagt ähnlich wie bei Arya mal so eine verschenkte Storyline. Ja. Da hätte man eine ganze Folge draus machen können, wo er sich eben seltsam verhält und was ist denn mit dem und was macht er denn da und so. Und dann kommt am Ende eben raus, der hatte dieses Ding. Weil die Geschichte an sich ist ja eigentlich ganz clever. Richtig, ja. Aber auch da gab es natürlich keine Geschichte ohne Aufschrei im Internet. Da hieß es dann natürlich auch wieder, ja, Moment mal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich im Gegensatz zu dieser Geschichte, dass da nur die Mädels auf der Brücke waren, wo ich überhaupt nicht mit d'accord gehe, also was mir völlig wurscht ist, da kann ich durchaus verstehen, dass das jetzt was ist, da habe ich auch so einen kleinen Schmerz mit. Und das war auch das, was mich sofort gestochen hat, als ich das gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, das minimiert oder das spielt aber jetzt die Leistung von Scotty in der einen Folge Besuch von der alten Enterprise halt runter. Denn da ist es ja auch so, dass ja die Enterprise D findet ja diese Dyson-Sphäre, auf der Dyson-Sphäre ist dieses Shuttle abgestürzt, ja. Und im Transporterpuffer von dem Shuttle ist dann eben Scotty und eigentlich noch ein Kollege, aber den hat es halt nicht geschafft. So. Und da wird schon mehr als einmal gesagt, was für eine geniale Ingenieursleistung das war, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist und den Transporter so manipuliert hat, dass das überhaupt geht, und das hat ja auch nur einer von zweien geschafft. Mhm. So. Und hier wird es jetzt so ein bisschen dargestellt, also A spielt das eine ganze Weile vorher, also eine ganze Weile vorher, und es wird so dargestellt, als wäre das so, warum macht das denn nicht jeder? Ja, und das ist vor allen Dingen von einem Doktor und nicht von einem Techniker. Richtig, genau. Ja. Er hätte sich ja wenigstens die Hilfe von dem Hammer holen können oder so irgendwas, sondern hier hat das halt als Doktor einfach selber gemacht. Und das spielt für mich dann im Nachhinein, wird viele Zuschauer, die das casual-mäßig gucken, gar nicht behelligen, aber dann denke ich mir, muss man doch nicht bei Scotty jetzt am Denkmal auch noch kratzen, weil das war eigentlich so sein Move. Das ist für mich so, das Picard-Manöver ist das Picard-Manöver, und der Signature-Move von Scotty ist neben dem, ich brauche 5 Stunden, okay, ich schaff's in 10 Minuten, ja, ist das halt eben auch so die Geschichte, das ist sein Move für mich, ja, in meinem Ding. Das fand ich so ein bisschen schön, dass du das Manöver erwähnst, da haben wir ja später auch nochmal was von. Ja, genau. Und das fand ich so ein bisschen schade, und da kann ich so ein bisschen die Verärgerung empfehlen, durchaus verstehen, weil das, ja, macht halt dann den einen oder anderen Moment halt hinten raus ein bisschen kaputt. Wäre mir nicht aufgefallen, aber ja, als für Leute, die den Star Trek Lore respektieren und vor allem die Charaktere respektieren, kann ich verstehen, warum das zumindest sauer aufstößt. Und wie gesagt, neben dem, was wir gerade gesagt haben, die Story ist eigentlich dann aber zu gut, nicht mit einem Transporterpuffer irgendwie anders, keine Ahnung. Ist die Story eigentlich zu gut, als dass man die jetzt so in dem Nebensatz irgendwie so ein bisschen verschenkt hat? Ja. Ansonsten ist natürlich das Overall-Theme in der Folge schon so ein bisschen The Need of the Many. Also das ist so das Klassische, das war wieder schön, immer ein bisschen so zu sehen. Die Folge war okayisch, eine solide Folge, wird wahrscheinlich in der Retrospektive keine sein, über die man noch großartig sprechen wird, außer vielleicht, wenn halt jetzt eben die Tochter einen größeren Story-Arc kriegt um Dr. M'Benga und die Number One mit ihrer Augmentierung, wenn das nochmal zur Sprache kommt. Es fehlt halt so ein bisschen das, was die guten Star Trek-Episoden ausmacht, dieser sehr philosophische Ansatz, dass man auch noch über das Thema sich tot diskutieren kann. Das ist halt so eine Standard-Episode quasi. Genau, also wir könnten jetzt natürlich wirklich noch drüber philosophieren, inwieweit halt jetzt genetische Manipulation überhaupt ein Problem ist. Ja, aber dafür stand das nicht groß genug im Vordergrund. Richtig, genau. Das Problem war ja ein anderes. Ja. Ja. Und was hatte ich mir noch? Naja, am Ende hatten diese Illyrianer, die dann am Ende nur noch Geistwesen waren, die haben mich so an diese Paargeister erinnert, nur in nett. Ja, wie die dann auch so rumgeschwebt sind, das war irgendwie so ein Punkt, das hatte ich mir noch notiert. Und eine Sache, wo ich vorhin erwähnt habe, da haben sie mal wieder vergessen, ihren eigenen Lore. Da gibt es dann diese eine Szene. Also was ich ganz schön fand, ist, dass die Crewquartiere der niederen Ränge sich Gott sei Dank mehrere Leute eine Kabine teilen. Das fand ich schon mal schön, dass da jeder so sein Kabuff hat, ne, in dem Ding. Nicht jeder so ein großes Quartier. Und dann sind die da in dem... Hey, Lower Decks, ne? Genau, und dann sind die dann bei Uhura im Quartier, und die hat, da haben dann die zwei Kollegen dann so eine künstliche Sonne als Hologramm. Na. Ja, aber da habe ich mir gedacht, wurde uns nicht in Staffel 2 explizit erzählt, also von Star Trek Discovery explizit erzählt, dass auf der Enterprise sämtliche holographischen Systeme ausgebaut wurden, weil die nur Probleme gemacht haben? Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja. Hm. Ja.
Ja, es wurde explizit erwähnt. Und es muss ja nicht dieses Hologramm sein. Sie hätten sich auch genauso gut vor irgendeine Lampe setzen können. Aber nein, es musste, weil es nice aussieht und weil es ein schöner Effekt ist, lässt das sein. Also da auch da wieder so ganz kommen sie von ihrem Style und was hab's denn halt nicht. Sie nehmen halt die Visuals und wenn die gut aussehen, scheiß drauf, was du vorher gesagt hast. Vielleicht war es ja ein stationärer Projektor. Ja, haben sie reingesneakt. Ja. Ja. Na gut. Also eine Folge, ja, die kann man auf jeden Fall so weggucken, die tut nicht weh und die hat mir zumindest mal gezeigt, dass der Production Value unglaublich hoch ist. Mhm. Es sieht toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Die Sets sehen toll aus und so weiter. Und diese Crew verhält sich weitestgehend professionell. Das waren so die zwei Takeaways, die ich von dieser Folge hatte. Ja. Und die letzte Sache, die ich mir zu der Folge noch notiert habe, war, vielleicht klärt ja mal irgendjemand mal, wann man jetzt diese Griffe im Turbolift braucht und wann man die nicht braucht. Weil die sind da. Die Griffe sind da. Es greift nur keiner mehr danach, wie noch zu Kirks Zeiten. Ja, was mir aber zumindest visuell hier wieder aufgefallen ist, und das mag ich einfach an Strange New Worlds, dass die warme Farben einspielen. Dass die nicht nur diese kalte, sehr kalte Beleuchtung, die Discovery oft benutzt, einsetzt, sondern dass sie was Warmes dazwischen spielen. Und das macht das Schiff, haben wir letztes Mal schon gesagt, gleich viel sympathischer als alles, was wir in den anderen Star Trek Staffeln bisher, New Trek Staffeln gesehen haben. Auf jeden Fall. Folge 4, Memento Mori. Die Folge führt uns so ein bisschen den Staffel, also ich gehe mal davon aus, dass diese Folge uns den Staffelbösewicht einführt. Mhm. Dann nehme ich die Gorn. Auch da habe ich ehrlich gesagt wieder so meine Lore-Probleme mit. Denn eigentlich dürften die Gorn noch überhaupt nicht bekannt sein, weil die trifft der Kirk in der berühmt-berüchtigten Arena-Folge, nämlich zum ersten Mal. Also die Folge Arena ist ja eine der klassischsten TOS-Folgen, weil sie halt eigentlich eine tolle Folge ist, wo also Kirk auf dem Planeten gebeamt wird und eigentlich gar nicht weiß, warum, und dann eine Rasse, die nennen sich die Matrons, dann einfach zwei gegeneinander kämpfen lassen, einfach nur um zu gucken, was bei rauskommt. Ja. Und der Gegner von Kirk ist halt ein Gornwesen. So. Und die Quintessenz oder zwei Sachen ist, die Folge ist eigentlich nur berühmt geworden wegen diesen unsäglich schlecklichen Gorn-Kostüm, was einfach grausam schlecht ist, also auch für die damalige Zeit schon ziemlich schlecht war. Und dem damit einhergehenden Kampf, der also auch sehr theaterhaft und sehr ungelenkt geführt wird. Kirk besiegt dann den Gorn, weil er mit Schwefel, das er da findet, und einem leeren oder irgendeinem Ast und ein paar Steinen irgendwie sowas eine primitive Waffe baut. Aber er tötet dann diesen Gorn eben nicht und sagt, hey, so ist die Menschheit nicht. Und ja, der hat jetzt hier, wer weiß, warum der hier gekämpft hat und bla und überhaupt. So, das ist so die Quintessenz an der ganzen Geschichte. Ich finde es auch immer schön, wie man die ganze Gorn-Sache einfach als Parodien in anderen Franchises wiederfindet. Genau. Vor allen Dingen Futurama. Ja. Gibt auch inzwischen Werbespots mit William Shatner und dem Gorn von vor ein paar Jahren. Also das ist wirklich so ein Meme geworden. Und jetzt führt man also diese Gorns wahrscheinlich als Staffelbösewichte irgendwie ein. Und zumindest Stand jetzt, wir haben die anderen Folgen noch nicht gesehen, scheinen die so auf so einem, ja, ich sag mal fast Predator-Niveau runtergezogen zu werden. Die sind halt jetzt auch wieder nur so 0815 Evil Monster, zumindest bis jetzt. Und die sind so ein bisschen wie bei Firefly, die Reavers oder wie sie hießen. Reaper, ne? Reaper, ja. Genau, ja. Richtig, genau. Ah, da denke ich mir so, ach komm. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das noch ändert im Laufe der Staffel. Da wollen wir jetzt heute nicht vorgreifen, beziehungsweise können wir gar nicht vorgreifen, weil wir noch gar nicht mehr geguckt haben, aber allein, dass die auf diesen Trick reinfallen, dass gesagt wird, wir haben Leute bei euch an Bord gebeamt, Menschen bei euch an Bord gebeamt. Was war das? Infiltriert. Ach so, ja. Ansonsten ja. War es eigentlich eine Folge, die eben sich darum dreht, dass also die Enterprise auf dieses überlegene Schiff trifft, von denen in Grund und Boden geschossen wird und sich dann in einen Nebel retten muss. Kennen wir schon aus Wrath of Khan oder aus anderen Folgen. Und dann gibt's eigentlich so diesen klassischen, wir haben keine Sensoren, wir sehen nichts und wir machen so einen U-Boot-mäßigen Kampf. Ja. Ganz ehrlich, funktioniert für mich immer wieder gut und der war auch okay. Ja. Ja. Was mich eher daran gestört hat, wie sie den Eventhorizont vom schwarzen Loch benutzt haben. Ja, okay, aber es war zumindest ein Technobubble, was nicht völliger Unsinn war. Sagen wir mal so, wenn sie mehr darüber gesprochen hätten, als sie es gezeigt haben, ja,
wie sie da auf der, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, auf der Verzerrung vom schwarzen Loch. Ereignishorizont. Auf dem Ereignishorizont rumsurfen quasi. Ja. Das sind, soweit ich es im Kopf habe, sollten das ja ganz andere Dimensionen sein. Ja, ja, ja. Und auch alles, was wir aus anderen Sci-Fi-Produkten gelernt haben, dürfte die Zeitverzerrung eigentlich zu dem, bei dem Punkt schon zu hoch sein, dass sie einfach in diese Zone des Ereignishorizonts reinfliegen könnten. Mhm. Ja, also sagen wir es mal so. Ja, ein bisschen, aber ich war froh, dass es wenigstens sowas wie eine halbwegs wissenschaftliche Lösung war. Mhm. Da war ich schon so dankbar für, dass das Technobubble zumindest auf den ersten und anderthalbsten Blick nicht völlig abstrus war, sondern zumindest so einen gewahren Kern hatte. Auch das sind wir ja von anderen Serien überhaupt nicht mehr gewohnt. Da wird ein größter Humbug aufgemacht. Aber hier war es zumindest so, dass man sagen kann, okay, da scheint zumindest mal ein wissenschaftlicher Berater an Bord zu sein oder im Writers Room zu sein, der denen sagt, naja, pass mal, so oder so könnte man das ungefähr machen. Ja. Ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass man sich dann wahrscheinlich aus Kostengründen für diesen Shot am Ende, der bestimmt nicht ganz so günstig war, sämtliche Explosionen außerhalb des Schiffs völlig geklemmt hat. Das ist ein bisschen inszenatorisch vielleicht gedacht, dass man das halt als U-Boot so darstellt, das kann ja sein, aber da dachte ich mir so, ah, okay, und Explosionen außerhalb sehen wir jetzt also gar nicht mehr, gehört, die werden uns nur noch erzählt, dass es die gibt. Okay, gut, ja, kann man so machen. Hätte ich mir allerdings ein bisschen anders gewünscht. Was ich mir auch noch notiert habe, dass es ja anscheinend unglaublich gefährlich sein muss, in Starfleet zu arbeiten, wenn es extra diesen Starfleet Remembrance Day gibt, ja, Memorial Day. Ja. Und dann hat ja jeder hat ja einen Pin. Also dieser Remember Day dreht sich also darum, dass jeder, der irgendwie jemand kannte, der im Dienst gestorben ist, sich so einen Pin über seinen normalen Starfleet Badge pappt. Und es rennt halt jeder mit einem rum. Also es ist anscheinend nicht sonderlich ungefährlich, da zu arbeiten. Ja. Zumindest haben sie es nicht, wie es bei anderen Serien oft gewesen ist, irgendwie etliche Crewmen sterben und am Ende ist trotzdem wieder alles gut, weil sich keiner Gedanken drüber macht. Zeigen sie am Ende die NPCs, die gestorben sind in den Weltraumsärgen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber das Außenteam, was hier zum Einsatz kommt, ganz am Anfang überlebt zumindest mal komplett. Ja. Das ist auch mal was, ja. Also die gehen da schon. Das klassische Redshirt haben wir bisher noch nicht. Nee. Ja, ich glaube, es ist bisher auch noch kein Crewmember jetzt auf einer Außenmission gestorben in den ersten 4 Folgen. Durch die Explosion, weil die Schiffshülle aufgerissen wird und so ein Kram. Ja, aber das andere noch nicht. Okay. Und wir erfahren ein bisschen von der Hintergrundgeschichte von Drummer. Ja, richtig, ganz genau. Denn die, was hat die nochmal? Die wurde von den Gorn schon mal entführt. Ja. Und das lernen wir durch einen Mindmeld, der sogar mal halbwegs richtig ausgeführt wird. Mhm. Der dazu führt, dass wir auch nochmal wieder Michael zu hören bekommen, ja, in dieser Folge. Ja. Also das persönliche Trauma von Spock erleben wir nochmal. Aber vorher erfahren wir, dass war es ihr Bruder, der da draufgegangen ist. Mhm. Genau. Den sieht sie jetzt ja auch immer als Geister. Ja. Ja. Alle sehen übrigens alle als Geister. Das ist auch so ein New Track-Ding, ne? Wenn einer tot ist, dann sieht den jeder immer noch als Geist. Ja, Ed Michaela. Mhm. Ed Michaela. Vor allem, dann macht er dieses Geständnis der Spock und sagt dann, ja, die ist aber geheim. Und ich denke mir so, ein Scheiß ist die geheim. Am Anfang von Star Trek Discovery in der ersten Staffel kannte jeder Michael. Es wird sogar explizit gesagt, sie sind der bekannteste, Starfleet Officer in der gesamten Universum. Jeder kennt sie. Es wird literally gesagt. Ja. Es wird literally gesagt. Und die wollen sie dann wieder komplett löschen, dass, nee, come on. Ja. Das sind halt so Dinge, wo ich so sage, so, ah. Ja, dann können wir nur sagen, dass die Aufmerksamkeitsspanne in der Zukunft noch geringer wird. Ja, offensichtlich. Also, ja. Wir sind ja auch schon fast 40 Minuten in diesem Podcast. Die Hälfte unserer Hörer ist schon eingeschlafen. Ja. Hat schon wieder von vorne angefangen, weil sie schon vergessen haben, was wir vorher gesagt haben. Ja, ihr wisst, wir arbeiten immer gegen diesen Trend. Ne? In den ersten 5 Sekunden werdet ihr nicht viel bei uns im Podcast hören.
Ja, also man kann sich dann in diesem U-Boot-Kampf halt diesen Gorn dann entledigen. Wir sehen die Gorn auch noch gar nicht. Das finde ich übrigens ganz gut, dass wir die jetzt auch noch nicht sehen, dass man da nochmal ein bisschen Zeit lässt. Ich denke mal, wie gesagt, ich tippe, dass es unser Staffelbösewicht ist. Ich hätte mir da jemand anders gewünscht, einfach mal eine was Neues, so wie die von mir aus die Xindi bei Enterprise, einfach nichts. Einfach was, die keine Implikationen zu irgendwelchen Stories danach haben. Das finde ich immer sehr unglücklich, ne? Wenn man da so irgendwas macht. Aber mein Grundproblem, und das hatte ich in der ersten Folge schon gesagt, das hat sich leider hier jetzt nochmal verstärkt, wenn der Pike dann tiefer in den Nebel reinfliegt und es dann heißt, ja, der zerdrückt dann irgendwie das Schiff. Nö, wir werden es überleben. Genau. So, wenn das jetzt aber halt seine Attitude ist, weil er ja weiß, wann er drauf geht und vorher kann er nicht drauf gehen, dann nimmt das jetzt aber eine ganze Menge Spannung raus. Bei der Szene habe ich mir auch gedacht, macht er das jetzt deswegen, weil er weiß, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist, oder vertraut er wirklich so sehr auf das Schiff? Das kommt nicht ganz heraus, wie er das damit meint. Vertraut er seinem Crew und seiner Crew und seinem Schiff, oder ist er jetzt sich einfach nur seinem God-Mode bewusst? Ja, also ich meine, mir wäre es lieber gewesen, er würde so halt den Kaloi machen und sagen, das muss das Schiff abkönnen. Ja. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Aber weil es wäre, glaube ich, cleverer gewesen in der Retrospektive, wenn man ihn zwar hätte wissen lassen, dass etwas mit ihm passiert und dass er danach so endet, aber dass er nicht weiß, wann, wie und wo. Ja. Und so hätte er nämlich bei jeder Mission die Angst, dass es diese Mission ist, auf der jetzt genau das passiert. Und das würde, glaube ich, einen viel interessanteren Twist reinbringen. Ja. Weil dann wäre er nämlich unter Umständen überhaupt, dann könnte er ja gar kein Haudegen sein, weil er sagt, scheiße, das kann ja jetzt die Mission sein. Und dann kann er sich so nicht verhalten. Ja. Ja. Das ist mir, wie du gesagt hast, ist mir auch nicht ganz rausgekommen. Sagt er das jetzt, weil er dem Schiff vertraut, oder sagt er, weil er Plot-Armor hat? Und wenn er Plot-Armor hat, hat das halt das ganze Schiff so lange, jetzt mal eine abgesprengte Hülle mal außen vor, ne? Ja. War halt mehr oder weniger die ganze Crew-Plot-Armor, solange er an Bord ist. Weil auch sein Verhalten später in dieser klischeebehafteten Szene, wo sie darauf warten, dass sie Antwort aus dem Maschinenraum bekommen, aus dem Laderaum bekommen, da war er auch plötzlich ganz erleichtert. Ja. Also da war es definitiv eine andere Reaktion dazu. Und das wünschte ich mir, dass solche Planet of the Week Folgen sowas einfach nicht machen, weil wir wissen, dass nicht in der vierten Folge zwei wichtige Charaktere gekillt werden. Schon gar nicht Uhura. Ja, sollte es gemacht werden, hätte ich Respekt gehabt. Dann hätte ich gesagt, okay, was wollt ihr uns damit jetzt zeigen? Was wollt ihr uns damit aufbauen, dass niemand in dieser Serie sicher ist? Aber das ist es einfach nicht, was es für eine Serie ist. Und das mag vielleicht einem Casual-Viewer, der früher durch das Programm gezappt hat, auffallen und spannend für den sein, aber für Leute, die sich das anhören, das klappt. So ein Klischee-Plot-Device ist für mich so dermaßen überholt, dass es meinetwegen gar nicht eingesetzt werden muss. Und das Stichwort Casual-Gucker, da hast du was angesprochen, worauf ich gleich nochmal die ganze Zeit schon mal eingehen wollte, denn es gibt auf Twitter einen User, der nennt sich Charkase, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, und er wird nicht müde, Zuschauerzahlen rund um Paramount, Star Trek und etc. zusammenzutragen. Aha. Da kommt also nun, sag ich mal, heraus, und das ist schon ein ziemlich eindeutiger Trend, das war ja etwas, worüber wir öfters mal diskutiert haben, ist dieses neue Star Trek Zeug eigentlich dazu da, neue Zielgruppen anzusprechen. Ja. Und die Zahlen, die er da veröffentlicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bestätigen dann doch eher meine Befürchtung, dass es halt eben nicht so ist. Denn du hast am Ende des Tages, hast du bei jeder Staffel eine relativ hohe Anzahl an Zuschauern zu Beginn. Und es pendelt sich dann immer auf ein gewisses Fixum ein, das bei allen, und zwar ob das jetzt Strange New Worlds nach Folge 4 ist, bei Picard Staffel 2 oder bei Discovery, ist das am Ende immer um die, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind fast immer die vergleichbaren Zahlen. Mhm. Will sagen, es ist halt der harte Star Trek-Kern, der guckt es und der wird es immer gucken, und ab und zu guckt mal jemand Neugieriges am Anfang rein, sieht aber diesen Schmonzes und denkt sich so, bah, nee, diese Shows, zumindest bisher,
gewinnen keine neuen Schichten dazu, egal was sie tun. Ich kenne auch niemand in meinem Umfeld, der jetzt plötzlich zum Star Trek-Fan geworden ist, der nicht von, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Verhältnis da jetzt herangeführt, weil ich habe jetzt meine Kinder herangeführt, die finden es auch, aber die fangen doch auch alle mit dem alten Kram an. Abgesehen davon, dass der das New Track gerade in die Irrelevanz in Deutschland abschmiert, das kommt noch weil dazu. Es einfach nicht verfügbar ist. Genau, das kommt natürlich nochmal on top. Und das ist einfach etwas, wo ich denke, ja, da hoffe ich und da setze ich so ein bisschen auf den Pike, dass der einfach zugänglicher ist, dass ich den auch mal einschalten kann, ohne dass ich gleich immer alles wissen muss, weil ich kann auch mal eine Folge einfach so gucken. Aber dann auch wieder, so guckt halt auch heute niemand mehr Fernsehen. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch im Streaming gesendet wird. Exakt. Es ist ja kein analoges Fernsehen mehr, wo wir auf Tele 5 nachmittags reinseppen können. Ja. Und da läuft eine x-beliebige Folge von Star Trek und die kann man gucken, weil die Story, die Gesamtstory nicht zählt. Das klappt ja nicht. Heutzutage bingen die Leute, wenn es um Streaming geht, und schauen sich das nach und nach an. Ich meine, ja, es gibt die unterschiedlichen Strategien. Es gibt die Strategien von Netflix, die alles immer direkt auf den Markt hauen und fertig haben. Es gibt auch die Strategien von Disney und von Amazon, die wöchentlich was raushauen. Aber da hat man das Hardcore-Hype-Publikum, das man jetzt bei Star Trek einfach nicht hat. Weil die Fans, die einschalten und den Hype verbreiten sollten, die gibt es in dem Sinne nicht, weil das die Hardcore-Basis ist, die mit viel von dem, was New Track macht, einfach nicht einverstanden ist und dementsprechend das eher runterlästert, als es zu hypen. Und so innovative Stories und Geschichten bietet Star Trek heutzutage einfach nicht, dass es auf einem diskussionswürdigen Niveau wie sowas wie The Boys ist. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Und dann hast du, ich sage jetzt nicht, dass Star Trek-mäßig wie The Boys werden soll, ja, aber es muss für mich jetzt so, jetzt warte mal die nächsten Folgen von Strange New Worlds noch ab und ich bin froh, dass es zumindest mal wieder was ist, wo man nicht sich nur an den Kopf lang neckt, ach du Scheiße, was für ein Schrott, sondern man kann zumindest mal solides Star Trek Niveau erreicht. Wir können uns wieder über Stories unterhalten, wir können uns über Entscheidungen von Charakter unterhalten und das finde ich auch ganz einfach handwerklich gut. Es sind jetzt 4 Folgen rum. Ich kenne alle Crewmitglieder schon mehr oder weniger beim Namen und ich kann mir auch schon ein bisschen was, ich habe schon ein bisschen mit denen gebondet. Ich finde sie alle sympathisch. Richtig. In irgendeiner Art und Weise. Genau. Ja. Jeder hat ein bisschen was, auch Ortegas, die hat vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu einen coolen Spruch auf den Lippen, aber okay, alles gut, jeder hat so ein bisschen was und man kann so mit jedem bonden und ja, die haben alle ihren Struggle und so, aber das kann ich alles verkraften, weil der Rest passt für mich so weit, es haut einen noch nicht um, das hat das Fernsehen noch nicht neu erfunden und ich glaube immer noch, dass man serielles Star Trek wunderbar erzählen kann und trotzdem eine Message rüberbringen kann, das schließt sich für mich nicht aus, aber For All Mankind, The Expanse. Genau, ja. Aber diese Zeiten, wo, ich meine ganz ehrlich, was macht ein Kind, wenn es heutzutage nach Hause kommt? Was habe ich denn gemacht, wenn ich nach Hause gekommen bin? Du bist nach Hause gekommen, hast du gegessen, entweder ein bisschen Schlüsselkind oder hast noch Eltern, die zum Mittagessen da waren, je nachdem, bei mir war das so halb-halb. Und dann, je nachdem, wie alt ich dann war, habe ich ja erstmal nachmittags Star Trek geguckt. So, dann kam Voyager, Deep Space Nine, irgendwie sowas. Wer es vielleicht nicht mit Sci-Fi hatte, war halt bei RTL drüben, hat Xena oder Herkules geguckt. Ja. Das war ganz platt runtergebrochen, so war es doch. Genau, so. Ja, man kommt von der Schule und wenn man sich nicht gerade verabredet hat, genau, dann haut man sich hin und wenn man die Möglichkeit hat und einen eigenen Fernseher im Zimmer bekommen hat oder sich über die Hintertür einen besorgt hat, dann hat man meinetwegen auf RTL 2 und Co. rumgesetzt. So, dann habe ich schon sehr regelmäßig Deep Space Nine geschaut, aber wenn ich halt am Dienstag nicht eingeschaltet habe, ja mei, dann habe ich halt am Mittwoch wieder geguckt. Ja. Ja, so what? Ja. Und so ging es ja im Grunde genommen allen. Da hast du ja mit vielen Leuten dann in der Schule über Star Trek und so weiter oder über Deep Space Nine reden können. Das ist ja heute nicht mehr so. Weil schau mal, allein was wir schon einen Struggle haben, Termine zu finden. Bei Miss Marvel zum Beispiel hink ich noch 4 Folgen hinterher. Warum? Weil ich es ja nicht gucken muss am Donnerstag. Ja. Es kommt am Mittwoch zwar raus, aber ich kann sie ja nächste Woche gucken. Und wir sind noch arbeitende Menschen, die unsere mehr oder weniger 9-to-5-Jobs haben und die Zeit finden müssen dafür. Schüler, die vielleicht sich nachmittags hinhauen, die haben ja die Möglichkeit, jeden Scheiß durchzubingen.
Ja, aber dann hängen die hängen ja dann zusätzlich noch auf TikTok, YouTube und Insta rum. Das genau, heißt, das sind ja auch nochmal. Das läuft dann nebenbei im Hintergrund, während man auf seinen Devices da unterwegs ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann habe ich ja die Auswahl zwischen unglaublich vielen gehypten Sachen, die zu gucken oder vielleicht Klassikern, die mir immer wieder empfohlen wurden, das 10. Mal Friends durchgucken, das 10. Mal The Office zu, schauen. Das wissen wir doch, dass das heute läuft. Und dafür macht Star Trek in den aktuellen Serien leider nicht genug Impact in dem, also hat nicht genug Ringe im Fluss, um groß aufzufallen. Ringe im Fluss. Ja, wenn man Stein rein schmeißt. Ach so. Du schmeißt Kreise im Wasser. Kreise im Wasser. Ja, ich genau. Du schmeißt du schmeißt The Boys rein und hast so ein fettes Ding und hast dann dementsprechend riesigen Platsch. Star Trek schmeißt da gleichzeitig neben was rein so Plop, und wird von den Wellen weggetragen. Ja, genau. Ne? Ja. Und am Ende des Tages ist es halt eben das. Und das, wenn wir diese Zahlen, ihr könnt das ja mal auf Twitter dann bei dem Kollegen, soll ich da mal die Tweets anschauen. Ich gehe jetzt mal, ich habe es nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass er das alle Quellen zusammengefragt hat. Du sagst ja gerne Google Trends, ne? Ja, ich bin ja Google Trends. Das sind aber halt die Einschaltquoten vom Free TV. Auch da ist es halt eben so, siehst du, zack, hoch und es geht halt runter und es pendelt sich am Ende einfach auf das Niveau, die es immer geguckt haben, die es immer gucken werden. Und ganz ehrlich. Und die Basis wird schlecht bedient. Richtig. Und du warst halt dann eben, du warst ja nicht auf der letzten FedCon gewesen. Da habe ich ja, gesagt, es stirbt halt aus. Ja. Muss man halt ganz ehrlich sagen, es ist halt ein leichtes gentrifiziertes Problem. Naja. Jetzt haben wir also diese ersten 4 Folgen rum. 8 oder 10 sind es insgesamt. Mhm. Die sind, also in dem Moment, wo wir es hier aufnehmen, ist das alles schon gelaufen. Ja. Wir sind ein bisschen hinterher, weil wir es auch wirklich in 2er-Packs besprechen möchten. Genau. Und zumindestens aus Headlines wissen wir, dass irgendwas in der letzten Episode vorkommt, was wohl ziemlich, zumindest diskussionswürdig gewesen ist, in positiver Art und Weise. Offensichtlich, ja. Da freuen wir uns drauf. Und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr also bei der Stange bleibt, wenn es euch heute hier gefallen hat und ihr uns trotzdem zuhört, obwohl ihr es vielleicht noch nicht gesehen habt, dann freut uns das natürlich auch. Wobei, muss man ganz ehrlich sagen, speaking of Zahlen, unsere Hörerzahlen sind nicht dramatisch runtergegangen. Also, ich sag mal, die meisten haben Mittel und Wege gefunden, mit zu gucken. Auch nicht hoch, aber genau. Wir haben unsere stetige Performance. Genau. Also von daher, das passt. So, danke fürs Zuhören dafür, genau, ne? Genau, wenn euch das also heute hier gefallen hat und bevor jetzt hier das Glücksrad im Nachbarsgarten irgendwie angeht, ja, wollen wir uns heute von euch verabschieden. Viel Spaß noch bei dem, was ihr gerade tut. Empfehlt uns weiter, das ist immer das Wichtigste. Erzählt euren Freunden von unserer lustigen Show und bewertet uns natürlich bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Schreibt uns Feedback an die 01525-964-7709. Genau, oder info@nerdizismus.de oder nerdizismus.de/discord. Jetzt haben wir fast 5 Stunden am Stück gesammelt. Jetzt haben wir uns mal ein Päuschen verdient. Und in diesem Sinne, wir reden dann die Tage mal noch immer mit Marvin. Bis dann. Wunderbar. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.